So, ich heiße Sie herzlich willkommen heute hier in der Sparkassen-Arena in Feldbach zur 23. Runde in der Oberliga zwischen dem SV Feldbach und dem SV Rohrbach. Für Spannung ist definitiv gesorgt, es reicht ein Blick auf die Tabelle. Es sind nur 4 Punkte zwischen dem letzten und dem 7., aber auch nur 3 Punkte zwischen dem 7. und dem 5. Also gehe ich einmal davon aus, dass unsere Burschen jetzt den 5. Platz ins Visier nehmen. Und daher ist einmal sicherlich für Spannung gesorgt. Wir haben heute besondere Ehrengäste bei uns, und zwar durch die Aktion des SV Feldparks wurden auch in der Vergangenheit Vereine eingeladen, die bei uns eben ein Heimspiel anschauen dürfen. Vor 2 Wochen war der TuS Feldbach unser Gast. Diese Woche ist die Dorfgemeinschaft Unterweißenbach unser Gast. Und ich habe hier also den Ortsteilbürgermeister, den Herrn Manfred Bromitzer. Und ich möchte ihn jetzt einmal kurz fragen, was ist die Aufgabe für eine Dorfgemeinschaft? Ich bin ein Stadtkind, ich weiß nicht so ganz genau, was eine Dorfgemeinschaft wirklich macht. Ja, die Dorfgemeinschaft Unterweißenbach besteht aus mehreren Vereinen. Einmal der TC Unterweißenbach, Tennisclub, Eisschützenverein, Frauenrunde und Männerrunde. Nachdem wir in Unterweißenbach kein Gasthaus haben, gibt es wie gesagt diese ständigen Treffen, und diese Vereine machen nicht nur ihre eigenen Aktivitäten, sondern Faschingsumzugsteilnahme haben wir einmal gewonnen, einmal Zweiter geworden. Also wir sind vereinsübergreifend tätig. Und Sie sind auch sportlich tätig, wie ich gehört habe. Ich bin beidseitig dabei, Eisschützen ab und zu, aber Tennis bin aktiver. Und Fußball jetzt als passiver. Okay. Das freut mich. Gut, ich hoffe, dass ihr uns die Daumen halten werdet. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel. Und wir kommen jetzt zum sportlichen Teil, und ich werde jetzt in Kürze, in 2-3 Minuten, mich mit dem sportlichen Teil des heutigen Spiels befassen und die Aufstellungen bekannt geben. Also, nachdem der Sepp der Initiator der ganzen Geschichte heute war, mit den Unterweißenbachern, wird der Sepp heute auch den Ehrenankick vollziehen dürfen. So, wir kommen jetzt zum sportlichen Teil, zur Aufstellung. Und die schaut wie folgt aus. Ich fange mal mit der Aufstellung der Gastmannschaft an. Und da steht im Tor der Raphael Seidel. Mit der Nummer 1, mit der Nummer 8 Hannes Ritter, mit der Nummer 11 Bridget Daniel, mit der Nummer 13 Milas Mate, Nummer 17 Peintor Fabian, mit der Nummer 19 Zivkovic Kevin, Nummer 20 Gregorina Mario, Nummer 22 Vukonic Sasa, Nummer 23 Lisa Marco, Nummer 28 Lechner Roland, Nummer 37 Pavlis Slatko. Auf der Ersatzbank haben Platz genommen mit der Nummer 31 Fink Andreas, mit der Nummer 5 Vas Norbert, Nummer 7 Gleichweit Lukas, Nummer 9 Saura Stefan und Nummer 33 Nörer Jürgen. So, wir kommen jetzt zur Aufstellung der Einmannschaft des SV Feldbach. Wie gesagt, es hat sich gegenüber der letzten Runde mehr oder weniger nichts verändert. Die Mannschaft tritt in stärkster Formation an. Im Tor mit unserer Tormann-Legende René Bösendorfer mit der Nummer 89. Nummer 2, Danilovic Matteo. Nummer 3, Filipovic Schwalen. Nummer 4, Mesnaric Anay. Nummer 5, Korat Dejan. Nummer 6, Pilz Max. Nummer 7, Schleich Sandro. Nummer 9, Smoljan Philipp. Nummer 10, Semmler Vorwut. Nummer 12, Kevin Birker. Und Nummer 15, Latifi Walde. Auf der Ersatzbank sitzen Nummer 33, Riesnik Norbert. Nummer 14, Ramic Anel. Nummer 16, Robert Patrick. Nummer 17, Solesak Francis Raphael. Und Nummer 18, Mert Karabetjan Mikael. Das Spiel wird heute geleitet von dem Schiedsrichter-Trio Bucher, Schalk und Zölsch. Hauptschiedsrichter ist der Herr Bucher. Ja, in diesem Sinne wünsche ich jetzt allen Beteiligten ein wunderschönes und spannendes Spiel, und lassen wir uns überraschen, was heraufkommt.
Platz 5 wird angepeilt. Thank you.
Ja, los! Mann, 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 Mann,
Rückstand im Spiel SV Feldbach gegen Rohrbach, 0:0. Ja!
Ja,
1:0. Yeah.
Ja,
Im Spiel SV Fempach gegen SV Rohrbach 0:1. Ja.